Die Notenbanken wollten die Wirtschaft stimulieren, also haben sie massenweise Liquidität geschaffen, die Zinsen auf Null gesenkt. Dadurch entstand die Voraussetzung für Inflation, die dann auftrat, als wir plötzlich Angebotsengpässe durch Corona und Ukraine-Krieg hatten. Also mussten die Notenbanken versuchen, wieder Liquidität zu entziehen, indem sie die Zinsen wieder anheben und die Bilanzsummen reduzieren. Wenn die Zinsen angehoben werden, dann fallen die Anleihekurse. Diese fallenden Anleihekurse und der Entzug der Liquidität wiederum führt zur Bankenkrise. Und wenn du die Bankenkrise lösen willst, müsstest du eigentlich wieder Liquidität schaffen. Und dann beginnt der ganze Teufelskreis nochmal von vorne. Und dadurch entsteht wieder Liquidität, zu viel Liquidität, dadurch geht die Inflation nach oben etc. etc. Also was tun? Das ist jetzt das ziemlich Blöde, was die Notenbanken hier selbst geschaffen haben. Die Zwickmühle, in die sie sich selbst katapultiert haben. Und wir schauen uns die Dinge mal an, zumal ja heute die so wichtigen Inflationsdaten kommen. Schauen wir uns zunächst mal an, was gestern da bei den Aktienmärkten passiert. Es sieht ja jetzt nicht gerade spektakulär aus. S&P leicht im Minus und Dow, Nasdaq leicht im Plus. Aber wir sehen den VIX fast wieder 7% gestiegen und wir sehen vor allem unten die Financials ganz schwach. Energy schwach, Materials schwach, Industrial schwach. Also das sind alles Sektoren, die normal konjunktursensitiv sind. Wenn die also abschmieren, dann sieht der Markt eine Rezession. Oben defensive Sektoren, Real Estate, Utilities, Healthcare, also die klassischen Verdächtigen bei Risk-Off-Moves. Aber es ist so, dass wir natürlich im Bankensektor jetzt massive Verluste gesehen haben, selbst bei den Großbanken, gar nicht zu reden von den kleineren Banken. Bank of America 37 Milliarden an Marktkapitalisierung verloren, Charles Schwab 32, JP Morgan 29, Wells Fargo und so weiter. Alle zusammen 200 Milliarden an Marktkapitalisierung verloren. Unterdessen sehen wir, dass die Financial Conditions sich deutlich gestrafft haben und wir erleben praktisch Erdbeben, Tsunamis an den Anleihemärkten. Wir haben etwa bei den Fed Fund Futures vorgestern noch die Erwartung gehabt, dass die Zinsen 2023 bei 4,84% sind. Dann gestern, als es so gescheppert hat an den Anleihemärkten, vor allem bei 3,84%, also 1% innerhalb eines Tages. Kann mich nicht erinnern, dass es so etwas jemals gegeben hat. Wir haben eine 6-Standardabweichung jetzt am Freitag gesehen. Zunächst mal bei den zweijährigen Renditen, gestern eine 13,6-Standardabweichung. Also statistische Abnormalitäten, die eigentlich gar nicht vorkommen dürften, vor allem bei der zweijährigen Anleihe dazu gleich mehr, denn diese zweijährige Anleihe ist gestern 61 Basispunkte gefallen, am Freitag ja schon massiv unter Druck. Das war der größte Fall der Rendite seit dem 1. Oktober 1982. Damals war noch Paul Volcker am Ruder. Und das war der First Discount Rate Cut, also damals wurden die Discount-Zinsen gesenkt durch die Fed, nachdem die Yields ein Allzeithoch erreicht haben. Also haben wir jetzt gesehen, dass der gestrige Fall der zweijährigen Anleiherendite war der größte Rückgang dieser Rendite, eben viel größer als noch in der Finanzkrise, viel größer noch als beim Aktiencrash 1987. Was wollen uns also die zweijährigen Anleihenrenditen damit sagen, fragte Jim Bianco. Wir sehen jetzt die schnellste Versteilung der Zinskurve auch seit Anfang der 80er Jahre gemessen an den 2- und den 10-jährigen US-Staatsanleihen. Wir haben also eine zunächst vorher massive Invertierung der Zinskurven gesehen, jetzt eine Versteilung. Und sobald die entinvertieren, dann ist die Rezession am Start. Hier sehen wir nochmal diese historische Dimension dieses Renditefalls. Jetzt sind sogar Rate Cut Expectations plötzlich da, also man erwartet, dass im Juli die Zinsen gesenkt werden, so zumindest die Konsensmeinung. Wir sehen jetzt, dass der Move, also die Volatilität an den Anleihemärkten, die ist jetzt größer als in Corona, nur in der Finanzkrise war das noch heftiger und dann Dotcom-Blase, wenn ich das richtig sehe. Aber wir haben also hier die Volatilität, die Nervosität des Corona-Crashs überwunden. Wir sehen jetzt etwa
dass man im September plötzlich nicht mehr einen weiteren Anstieg der Zinsen von 110 Basispunkten sieht, sondern geht jetzt davon aus, dass bis September die Zinsen um 65 Basispunkte, also um 0,65% fallen. Das ist ein 10-Sigma-Move, also eine zehnfache Standardabweichung, eigentlich fast gar nicht möglich, statistisch zumindest nicht sehr oft vorkommen. Wir sehen auch heftige Bewegungen am Optionsmarkt. Wir erinnern uns, Ende Februar, da wollten alle Calls, da riefen alle, der Bullenmarkt ist zurück, hurra, 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 wir kaufen Calls. Und das hat ja dann auch Fakten geschaffen, vor allem durch diese kurzlaufenden Zero-DTE-Calls, die also am selben Tag verfallen. Jetzt sehen wir rekordhohes Put-Volumen, vor allem Ende letzter Woche sind unglaublich viele Puts gekauft worden. Das heißt, da haben sich Institutionelle schon abgesichert. Vielleicht hat da der eine oder andere schon ein bisschen gesehen, was da kommt. Vor allem Insider wohl aus größeren Banken, so ist zu vermuten. Und ja, jedes Mal, wenn die Zinsen so stark steigen, dann breaks something, dann bricht etwas, never fails, das passiert immer. Wie gesagt, wenn du eine Situation hast, wo du die Märkte an Nullzinsen gewöhnst und dann plötzlich die Zinsen schnell anhebst, dann schaffst du die Voraussetzungen für einen Unfall in Zeitlupe. Und dieser Unfall, der ist schon in Zeitlupe, der ist schon seit Monaten im Gange. Er ist nur jetzt sozusagen wirklich passiert. Durch die Verluste, die letztendlich durch die Zinsanhebungen der Fed bei den Anleiheportfolios bei den Banken entstanden sind, das wäre normalerweise gar nicht das große Problem, wenn man die nicht realisieren müsste, diese Verluste, aber das müssen die kleineren Banken vor allem, weil sie Mittelabflüsse haben, diese Mittelabflüsse von ihren Konten, wiederum sind die Folge der Zinsanhebungen der Fed, denn man hat plötzlich Alternativen, die Anleger sagen sich, da kriege ich mehr Zinsen, ziehe also da das Geld ab, dadurch hast du auf der einen Seite einen Liquiditätsentzug als kleinere Bank, den musst du kompensieren, indem du Liquidität generierst, dadurch sozusagen deine Portfoliopositionen verkaufen musst, aber dadurch, dass die jetzt im Verlust sind, sie wären nicht im Verlust, wenn man die bis zum Ende der Laufzeit, diese Anleihen bis zum Ende der Laufzeit halten würde, dann wäre alles schick, aber das können sie nicht, weil sie Liquidität brauchen und so geht der Teufelskreis eben weiter und den untersucht jetzt die Fed selber. Man sagt ja, was ist denn da schief gelaufen? Damals mit der Silicon Valley Bank, letzten Freitag ja explodiert. Und JP Morgan, Citigroup und andere große Banken sagen, wir versuchen die Kundenanfragen überhaupt zu bewältigen, die jetzt von wechselwilligen Kunden da praktisch gestellt werden. In den USA sind ja alle Konten ab 250.000 nicht mehr versichert, also bis 250.000 Dollar versichert. Aber viele sind jetzt unsicher geworden mit den Regionalbanken. Dementsprechend erleben wir wirklich einen Bankrun, kann man sagen. Das sieht man eben darin, dass jetzt die Kunden zu den großen, vermeintlich sicheren Banken wollen. 60% um und bei aller Bankeinlagen sind eben nicht versichert, weil unter 250.000 Dollar, ich hatte gestern schon gesagt, dass wahrscheinlich jetzt aufgrund der für die Regionalbanken so schwierigen Situation diese Regionalbanken weniger Kredite vergeben werden, weil sie eben Liquidität zusammenhalten müssen. Jetzt sagt Moody's, naja, wir werden jetzt die Banken mal prüfen auf eine Abstufung, vor allem diese Regionalbanken. Also jetzt kommt dieser Loop, diese Schleife wieder, die wir immer wieder gesehen haben, auch schon in der Finanzkrise, du hast ein Problem, das offenkundig wird, dann reagieren verspätet die Ratinggesellschaften, machen dann Abstufungen, diese Abstufungen wiederum zwingen institutionelle Investoren Konsequenzen zu ziehen, etc., etc. Hier sehen wir mal bei den verschiedenen Banken, wie es da mit den unversicherten Konten aussieht. Eine Citigroup etwa 85%, andere Banken wie JP Morgan nur 49%, wenn ich das hier richtig sehe. Und jetzt wurde gestern wieder von den Bitcoinistas, den Kryptonistas gesagt, ja, jetzt Bitcoin doch super gestiegen gestern, jetzt schweigt der Hugmann. Nein, meine Damen und Herren, ich will mich zu Bitcoin kurz äußern. Wir haben gestern diese massive Rallye gesehen. Warum? Weil eben jetzt diese Zinserwartungen sich fast schon ins Gegenteil verkehrt haben. Also Bitcoin und andere Coins wie auch Gold profitieren also von Zinserwartungen, die sich geändert haben. Aber was sich nicht ändern wird, meine Damen und Herren, deswegen bleibe ich äußerst skeptisch für Bitcoin nach wie vor, ist die Liquiditätssituation, diese kontrahierende Liquidität und das ist und bleibt Gift für Bitcoin, auch wenn wir jetzt eine Rallye gesehen haben. Dementsprechend genießt es, liebe Leute,
Und solltet vielleicht den Augenblick genießen und jetzt nicht zu größenwahnsinnig werden wieder, denn schauen wir uns mal natürlich den größeren Zeitrahmen an, dann sieht das für mich jetzt nicht aus wie der super neue Bullenmarkt, sondern eben jetzt der Versuch einer Erholung. Klar, dieser Chart sieht im kurzen Zeitfenster bullisch aus, wenn wir diesen Widerstand hier überwinden. Ich glaube, $25.300 so um den Dreh in diesem Chart von Capital.com, meine Damen und Herren. Aber wir sehen, hier ist eine geplatzte Blase, die jetzt vielleicht nochmal eine Echoblase hier zündet. Bitcoin und andere wenige Kryptos könnten durchaus weiter bestehen. Da sage ich ja gar nichts dagegen. Aber ich gehe davon aus, dass wir dennoch aufgrund eines Liquiditätscrunchs, der jetzt kommen wird, dann Probleme bekommen. Warum kommt dieser Liquiditätscrunch? Erstens, Geldmenge M2 fällt zum ersten Mal seit der großen Depression von vor 100 Jahren, also 1929 folgende. Das ist erst viermal passiert in den USA und jedes Mal gab es dann eine schwere Depression. Also sie ist so stark gefallen wie seit 1929 nicht mehr. Und hier zum Beispiel auch Kreditkartenschulden. 5% der gesamten Ausgaben in den letzten 12 Monaten wurden von den Amerikanern über Kreditkartenschulden, neue Kreditkarten finanziert. Die sind verzinst mit inzwischen über durchschnittlich 20%. Die Zinsen also auf diese Kredite steigen. Um die Raten zu stabilisieren, müssen die Haushalte ihre Ausgaben also schon mal um annähernd 10% zurückfahren. Also nur, um sich das überhaupt noch leisten zu können, muss man schon mal 10% weniger ausgeben. Dementsprechend sind einbrechende Aktien und Immobilienwerte, und da wird es ja auch ein bisschen schwierig, natürlich für die US-Wirtschaft durchaus ein Problem. Und was wir hier sehen, das erste Mal seit 40 Jahren hat jetzt die Fed die Zinsen höher angehoben als beim letzten Zinsanhebungszyklus und gleichzeitig geht die Geldmenge M2 sehr, sehr stark zurück. Das hat es eben seit der Great Depression, also seit 1929 folgende, nicht mehr gegeben. Jetzt kommt aber heute natürlich die neuen frischen Daten zur Inflation erwartet. Vorjahresmonat 5,5% in der Kernrate, in der Headline 6,0 und sowohl Kernrate als auch Headline zum Vormonat 0,4. Was wird da passieren? Das ist natürlich die große Frage. Letzte Woche hat Biden gesagt, ich bin zuversichtlich, dass CPI will be in a good shape next week. Schau mal, moin, das haben wir schon gehabt, dann müssen wir die andere Richtung gehen. Meine Damen und Herren, hier sehen wir mal Goldman Sachs in Sachen Kerninflation, wie hier die Dinge gelagert sind. Man erwartet also einen weiteren Anstieg seitens der Goldman Sachser im Vergleich zum Januar von 0,41 auf 0,45. Hier sind die einzelnen Produktegruppen drin und wir sehen jetzt die erste Bank, die wirklich sagt, also wir erwarten schon für März, also für die Sitzung in der nächsten Woche eine Zinssenkung ist Nomura. Andere sagen, sie werden gar nicht die Zinsen anheben. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie aber es dennoch tun, ist laut Fed Fund Futures bei 2/3 in etwa 66%, zumindest so stand gestern Abend. Wir sehen, der VIX ist nach oben gegangen, aber eben auch die High-Yield-Credit-Spreads. Also wir sehen jetzt, dass auch Stress so langsam in diesen High-Yield-Bereich reinkommt, diesen Junk-Bond-Bereich reinkommt, also in die schlechte Kreditqualität, wenn man so will, in die hochriskanten Kredite. Und ein anderes Problem noch für Banken ist, dass die eine stetig gestiegene Exposure, Kredit-Exposure haben, eben zum Commercial Real Estate Sektor, also zum, wie soll man sagen, geschäftlichen Immobiliensektor, der massiv unter Druck ist, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit fast, kann man sagen, seit die Zinsen stark angestiegen sind. Das also ein zusätzliches Risiko. Kommen wir nochmal zu den Märkten. Insgesamt sehen wir fette Volumina jetzt. Da ist Action gestern etwa im SPY, 157 Millionen Kontrakte, also im maßgeblichen ETF auf den S&P 500. Am Tag davor, das muss nach Adam Riese der Freitag gewesen sein, 189 Millionen, davor 110 Millionen. Wir hatten so im Februar, Mitte Februar 60, 75, 80 Millionen. Also wir sehen, da haben sich alle schlafen gelegt. Jetzt ist Action, jetzt ist Handlungsbedarf. Wir sehen große Nervosität und wir sehen eigentlich ein intaktes
bärisches Muster, eine Bear Flag könnte man sagen, die sich nach unten aufgelöst hat. Wir sehen, dass der VIX explodiert ist. Wir haben durchaus die Chance, uns zu erholen im kurzen Zeitfenster. Gar keine Frage, die nächste Rallye kommt bestimmt und der Bärenmarkt wird nicht ewig dauern, meine Damen und Herren, ganz klar. Aber ich glaube eben, dass wir noch nicht den Boden gefunden haben, dass da noch mehr nach unten kommt, auch wenn zwischenzeitlich aus Grund von Überverkauftheiten teilweise wir eine Rallye sehen können. Expansion, Inflation, Recession. Wir hatten Inflation gesehen. Was ist gestiegen? Wie hier diese Grafik von Maverick of Wall Street zeigt. Energy, Materials, Value, Consumer Staples. Jetzt werden wir Recession bekommen. Healthcare, Utilities, also defensive Sektoren, die hier dann praktisch gesucht werden. Das dürfte das Mantra sein, das Muster sein für die nächsten Wochen und Monate. Abschließend will ich Sie noch zwei Empfehlungen geben. Michael Burry, bekannt aus The Big Short, sagt, das ist nicht wirklich eine Gefahr, diese Silicon Valley Bank Pleite. Interessant, wenn also jemand, der eigentlich als Cassandra gilt, hier sagt, ich sehe das jetzt nicht gefährlich. Erste Artikelempfehlung, zweite Artikelempfehlung, jetzt kracht es auch bei den Aufsehern. Oder es gibt massive Kritik an den Aufsehern. Wo wart ihr? Habt ihr das nicht kommen sehen, dass jetzt mal eben zwei Banken innerhalb von zwei Tagen praktisch über den Jordan gegangen sind? Also auch das sehr, sehr interessant. Diese beiden Empfehlungen, 13:30, weil die Amis ja die Zeit am Wochenende umgestellt haben schon, die Verbraucherpreise da reinschauen bei Finanzmarktwelt, das kann ein ziemlicher Aufreger werden. Also ich wünsche das Allerbeste, die zwei Empfehlungen und 13:30, Servus, ciao.